Die Offenbarungen des JHWH Band 1. Ich bin du. Dieses Buch kann man nirgends käuflich erwerben. Man bekommt es immer nur aus wirklicher christlicher Nächstenliebe geschenkt. Es kann von jedermann, auch auszugsweise, aber bitte nicht aus dem Zusammenhang gerissen, vervielfältigt, nachgedruckt oder in sonstiger Form publiziert werden. Ich rate dir in deinem eigenen Interesse dringend davon ab, damit jedwede Art von Geschäftemacherei zu betreiben. Ich bin für den ganzen Inhalt des Buches verantwortlich und du für das, was du aus diesem Buch herausliest, beziehungsweise je nach Reife deines Bewusstseins hineinzuinterpretieren vermagst. Wer ich wirklich bin, kannst du dem Text entnehmen. Copyright und alle Rechte JHWH. Prolog. Büchlein, Büchlein in meiner Hand, wer ist der Klügste im ganzen Land? Sie, lieber Leser, sind der Klügste hier, doch ich bin ein Wesen und viel klüger als ihr. Tief in dir verborgen lebte ich bis jetzt, nun aber komme ich mit Tosen in dein Leben gehetzt. Wenn du mich immer verleugnest und den Glauben an mich abgesprochen hast, sägst du nun ab heute an deinem eigenen Ast. Du glaubst zwar zu leben mit Wahrheit und Rechten, doch nur meine Gesetze sind die wirklichen, die echten. Du hältst in deinen Händen mein versprochenes Buch. Es wird sein der Welt alles bösen Fluch. Denn ich werde nun wie versprochen mit meinen Heimsuchungen beginnen. Nur die Guten von euch werden dabei gewinnen. Nach meinem Sieben sehen nur wirklich Gläubige meine Acht, denn ich bin der, der am letzten lacht. Für alles Böse nun, gute Nacht. Du erfasst die Welt nur auf deine eigene Weise. Auf der einen Seite stehst du in deiner Welt in der Nähe eines Abgrundes. Darum versuchst du dich aus Verzweiflung mit vielerlei Mitteln zu betäuben, um nicht der wirklichen Wahrheit ins Gesicht sehen zu müssen. Auf der anderen Seite aber gibt es da ein Licht der Hoffnung, das tief in dir verborgen ist. Es ist das geheime und wunderbare Wissen über das wirkliche Wesen aller Dinge. Und das wirkliche Wesen aller Dinge bin ich. Tief in dir habe ich mich bis jetzt verborgen, so wie ein Samenkern in der Frucht und das Proton im Atom. Nichts hast du bisher von mir gewusst. Mein wirkliches Geheimnis kann nur ein demütiger Mensch einsehen, dessen Lebenseinstellung den Weg zu mir sucht. Nur solch ein Mensch wird auch erkennen können, dass man sich allem Wesentlichen und Wichtigen nur auf eine Weise nähern kann. Du wirst mich nicht finden, solange du nur vor dich hin vegetierst, weil du glaubst, auf irgendeine Art und Weise überleben zu müssen. Du wirst mich und damit auch den Sinn deines Lebens nicht finden, indem du versuchst, psychologisch Seelen bloßzulegen oder physikalisch den Atomkern zu spalten. Deine Welt ist eine zum Abgrund taumelnde Welt, die für dich unkontrollierbar immer weiter meiner Apokalypse entgegenstrebt. Unbeholfen und träge siehst du dabei zu, ohne bisher nur den geringsten Versuch zu unternehmen,
sie davon abzuhalten. Vor deinen Augen und Ohren liegt eine selbstmörderische und zerstrittene Welt. Alle Seelen darin rufen nach Freiheit und Frieden. Alles schreit nach Vereinigung. Aber nicht nur die beiden diabolischen Widersacherblöcke, Religion, Mystik kontra Naturwissenschaft, Mathematik und deren unzähligen Splittergruppen sind in deiner Welt zerstritten, sondern auch dein Geist und dein Körper. In dir herrscht purer Dezisionismus. Das bedeutet, richtig ist für dich nur, was du selbst zu deinem Recht erklärt hast. Aber immer wenn du dein Recht sprichst, wenn du urteilst und richtest, ist dir deine arrogante Selbstgefälligkeit nicht bewusst. Du gibst dir selbst das Recht zu richten, obwohl du nur ein kleiner jämmerlicher Schwamm bist. Du hast dich mit deinen Dogmen vollgesogen und nennst dich auch noch mit Stolz einen normalen Menschen. Aber jeder normale Mensch ist letztendlich von seiner logischen Seite betrachtet nur ein Elektriker. Das bedeutet, dass auch du im Laufe deines Lebens aus all deinen gemachten Erfahrungen und Möglichkeiten und denen, die dir zusätzlich zur Verfügung gestanden hätten, nur diejenigen ausgewählt hast, die am besten in dein Konzept gepasst haben, will heißen, mit deiner Logik harmonierten. Du hast dich durch dieses unkreative Verhalten bisher nur vollgesogen und geistigen Diebstahl begangen, ohne deine wirkliche, von mir verliehene Intelligenz zu nutzen. Du hast bisher noch nie richtig eigenständig nachgedacht. Dein Weltbild stammt aus zweiter Hand. Deine Handlungen waren bisher immer nur logisch. Natürlich nur von deiner Logik aus gesehen. Auch machst du dir wenig Gedanken darüber, woher deine Logik eigentlich stammt. Um dich hierüber nicht länger im Unklaren zu lassen, sie stammt von mir. Aber nicht nur deine Logik hast du von mir bekommen, sondern auch dein Leben. Ja, du hast richtig gehört, dein Leben. Genau genommen stimmt diese unglaublich klingende Aussage dann doch nicht ganz, denn du lebst eigentlich noch gar nicht. Du bist, um es mit den Worten meines geliebten Sohnes auszudrücken, noch immer tot. Du gehörst zu den Toten, die ihre Toten begraben und sich fälschlicherweise lebende Menschen nennen. Du erhältst nun mit diesem kleinen Buch die Möglichkeit in der Hand, mit freudvollem Erstaunen den Weg zum wirklichen Wesen aller Dinge und damit auch zu deinem wirklichen Leben zu finden. Auf dich wartet nun, wenn du mich erst gefunden hast, das Paradies auf Erden. Bisher waren deine Augen und Ohren verschlossen. Lerne zu sehen, lerne zu hören. Was siehst und hörst du in deiner Welt? Angst, Sorgen, Ungerechtigkeit, Krieg, Hunger, Korruption, Betrug, Ausbeutung, Hass, Intoleranz, Lügen, Selbstbetrug, Arroganz, Stolz und so weiter. Kannst du es nun erkennen? Ihr normalen Menschen, benehmt euch wie die Schweine, ohne das arme Schwein beleidigen zu wollen. Du gehörst natürlich nicht zu diesen Schweinen. Wie benimmst du dich denn in dieser Welt? Ich will es dir sagen. Du benimmst dich wie Gott. Warum denn wie Gott? Ganz einfach. Was unternimmt Gott im Angesicht all dieser kleinen und großen Schweinereien? Er unternimmt nichts. Und was machst du? Du verhältst dich genauso wie Gott. Du glaubst, hilflos zu sein. Du glaubst, anders zu sein als all die anderen.
Du glaubst, ein guter Mensch zu sein. Du glaubst, dass morgen wieder die Sonne aufgehen wird und du glaubst, dass die Erde eine Kugel ist. An all das und noch viel mehr glaubst du. Alles Schwachsinn. Glaubst du wenigstens auch an eine übergeordnete Intelligenz? Glaubst du an Gott, Allah oder wie immer du es auch nennen magst? Hast du nicht gerade erkennen müssen, dass du dich wie Gott, falls es diesen überhaupt gibt, verhältst? Dann kann es mit dessen Macht ja nicht weit her sein, wenn er nicht mächtiger ist als du. Schon wieder falsch gedacht. Es gibt mich. Ich bin unvorstellbar mächtig, unendlich weise und bestehe aus reiner Liebe. Ich habe noch nie meine Augen vor all euren großen und kleinen Schweinereien verschlossen. Ich weiß alles, was war und sein wird. Ich kenne all deine Gedanken, die du jetzt denkst und die du noch denken wirst. Ich bin unvorstellbare, reine Liebe und die pure Weisheit. Woher ich das alles weiß, fragst du dich? Wie ich dazu komme, so arrogant und blasphemisch zu sprechen? Siehst du? Schon wieder urteilst du über mich, obwohl du mich nicht im geringsten kennst. Wer glaubst du, spricht in diesem Moment zu dir? Wer glaubst du, bin ich? Ich bin du. Und die Stimme aus dem Himmel, die ich gehört hatte, sprach noch einmal zu mir. Geh, nimm dieses kleine Buch, das der Engel, der auf dem Meer und auf dem Land steht, aufgeschlagen in der Hand hält. Und ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir das kleine Buch zu geben. Er sagte zu mir, nimm und iss es. In deinem Magen wird es bitter sein, in deinem Mund aber süß wie Honig. Da nahm ich dies kleine Buch und aß es. In meinem Mund war es süß wie Honig. Als ich es aber gegessen hatte, wurde mein Magen bitter. Offenbarung Kapitel 10, Vers 8 bis 10. Die 660 und 6 ist nicht für die Hex. Dein Sein ist nur Schein, doch Licht sollst du sein. Die Zeit ist gekommen, die 7 Siegel zu lösen, um einer diabolischen Welt die Furcht einzuflößen. Glaub an das, was die Schriften prophezeiten. Gib deiner Logik keine Gelegenheiten, deine diabolische Welt weiterzuteilen. Du solltest nun besser an deiner Erlösung feilen. Mach gerade, was krumm ist, und krumm, was gerade. Du bist für diese Lügenwelt doch viel zu schade. Wer hören kann, höre meiner Worte Klang. Dies ist mein himmlischer Gesang. Ein Lamm ist gekommen, das mein Wort offenbart. Begleite es mit mir bei dieser himmlischen Fahrt. Ein Menschensohn trägt mein Siegel in seiner Hand und führt dich sicher in das versprochene Land. Nun musst du nicht länger am Anfang verweilen, du kannst nun dem Ende entgegeneilen. Denn mein Alpha ist nur festgeronnene Zeit und mein Omega ist die Ewigkeit. Mein Menschensohn wird wahre Worte berichten. Glaube ihm, dann werden sich deine Schatten lichten. Denn mein göttliches Licht wird nur der erkennen, in dem meine wirklichen Lichter brennen. Von außen nach innen sollte führen dein Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Er wird dich sicher über deine Grenze bringen.
hinein in das Land, wo meine Engel singen.